darf die Folter spannen, die bekannte Rosi Götz, die erste Pomologin 1994, hier war im Seminar in Ittingen und diese ganze Pomologin-Bewegungen dann initiiert hat. Wir freuen uns auf deinen Vortrag, Rosi. Ich begrüße Sie herzlich, danke natürlich, Jörg, dass ich beim Jubiläum dabei sein kann. Zittere immer noch nach 20 Jahren, ist immer noch weich, hat nicht gebessert. Ja, präventiv podologische Behandlung. Wir haben jetzt sehr viel gesehen über die Fußversionen, die also nicht der Podologin zugeteilt werden, natürlich nicht. Und zuerst möchte ich noch nach dem gestrigen Abend, habe ich gehört, dass doch noch viele nicht wissen, dass die Podologin 3 Jahre eine Ausbildung besucht, dann ein Fähigkeitsausweis bekommt, nachher 2 Jahre Minimum praktisch arbeiten sollte in einer Praxis und dann in Zukunft auch die höhere Fachprüfung machen sollte. Also wir haben eine Schule, Deutsch-Schweizer Schule in Zofingen und die Welschen haben eine Schule in Genf. Und einfach das noch zu erwähnen, der höhere Fachabschluss ist in Arbeitung und der sollte dann demnächst kommen. Wir gehen vielleicht gerade mal am Anfang, wenn der Patient kommt, mise en place, wie wir das gestalten in der Podologie. Also wir haben eine Praxis, meine Praxis. Wir achten in erster Linie auf die Hygiene. Es ist ein Muss, dass wir steriles Instrumentengut haben. Und wir kommen schon zur Anamnese. Bei der Anamnesekarte, die ist bei allen Podologinnen, sollte die vorhanden sein. Wir haben sie neuestens jetzt bereits auf dem Computer. Wichtig ist einfach, dass wir die ganz langsam und mit viel Zeit, Geduld und Zeit machen. Wir nehmen auch auf die Adresse, der Name, der behandelnde Arzt, was schon vielmals sehr wichtig war, Typ 1 oder Typ 2, das HbA1c. Wir fragen nach Durchblutungsstörungen, wir sehen uns die Hautfarbe an, wir probieren die Fußpulse zu palpieren und wir wenden das Monofilament und die Stimmgabel. Ah. Es ist allerdings so, ich muss jetzt sagen, wenn ein Patient das erste Mal da ist und der ist gemeldet als Diabetiker oder Diabetikerin, also ich gehe nicht gerade mit allen, ich habe gestern gelernt, bitte ein bisschen einfacher und auf den Patienten eingehen und nicht gerade, ich kann ihn nicht gerade überhäufen mit all diesen Sachen. Einfach, dass wir notieren, wie diese Füße aussehen, die wir behandeln. Und da muss ich jetzt sagen, da behandeln wir. Und die Fußpulspalpierung mache ich dann vielleicht beim zweiten Mal. Einfach diese Instrumente, die kennen Sie alle, die wenden wir auch an. Und das ist auch ein Schulstoff, das wird gelernt bei uns an der Schule, damit man diese 10 Punkte, das kann man dann mit dem Diabetiker machen. Ich gehe jetzt über zum Nagelschneiden, einfach zum Zeigen, was wir machen können als Podologin und Podologen und wir treffen solche Füße an, typisch neuropathisch, sieht man sehr gut an der trockenen Haut, die Nägel verwahrlost ein bisschen, gefährlich auch, dass es irgendwie eine Verletzung geben könnte bei einem anderen Zeh und die behandeln wir und das ist jetzt etwas, was wir als Podologinnen und Podologen können. Wir treffen auch das an. Ist ein diabetischer Fuß, kommt so in die Praxis, ist immer in podologischer Behandlung bei mir, ist aber auch immer beim Arzt in Behandlung und kommt halt so, ist 90-jährig, ist geistig sehr
ganz aktiv, also überhaupt keine Demenz, nichts vorhanden. Auch psychisch nicht, sie ist sehr positiv, diese Dame. Und dann muss man als Podologin schon ein bisschen Erfahrung haben und nicht Angst zu haben, da jetzt die Nägel zu schneiden. Das mache ich, ich nehme das weg, weil das ist eine Gefahr von Verletzung. Ich schaue mir aber auch den Fuß von vorne richtig gut an. Und wie Sie sehen, hat sie hier eine Stelle, die zur Infektion führen könnte oder schon eine ist. Das wird natürlich beobachtet, wird in Zusammenarbeit mit dem Arzt diskutiert und ich schaue das auch in Nachkontrollen dann regelmäßig an. Das ist der andere Fuß. Auffallend ist ja auch diese Rötung nur vorne an den Zehen. Das ist der andere Fuß, da sieht es ganz gut aus. Da können wir die Nägel schneiden, das ist sehr wichtig, weil diese Dame kommt ja nicht mehr an die Füße. Die Klave und Druckstellen, das kennen Sie alle, ein Clavus-Hyneurage, das können wir entfernen. Das wird entlastet und bei den Diabetiker-Patienten entlaste ich immer außen am Verband, wenn ich einen Verband mache. Ich kann nur sagen, auch selbst aus Erfahrungen, sind Sie vorsichtig mit Klebstoffen? Ich bin sehr vorsichtig mit Klebstoffen bei den Diabetikern. Das ist eine Diabetiker 1 Patientin, sie kommt schon 20 Jahre zu mir. Da haben wir gestern ein gutes Thema gehabt. Sie hat eine Messsucht. Sie kommt alle 3 Wochen zu mir. Es hat es noch nie gegeben, dass sie nicht Zucker gemessen hat auf dem Stuhl. Und es fängt immer so an, sie ist sehr nervös. Sie will sofort drankommen. Sehr nette Dame allerdings. Und sie sagt, jetzt fühle ich mich plötzlich nicht so wohl. Ich glaube, doch, ich muss jetzt testen schnell. Und jetzt, nach der gestrigen Schulung, werde ich dann nächstes Mal fragen, wissen Sie überhaupt, warum Sie diesen Test immer machen da auf der Schulung? Das werde ich fragen, ich freue mich schon drauf. Weil sie hat da eine Rötung, wie Sie sehen, sie hat sich sehr geklebt, sehr gut unter Kontrolle. Sie ist ein reiner Diabetiker und da hat es Klavi, so 3, 4, und die Rötung, sie hat Fehlmeldungen manchmal, ich kann sie manchmal nicht berühren, weil sie zuckt, aber die Klavi, die nehme ich raus, das sollten wir ja können, das mit Skalpell und Pinzette, und das sieht dann nachher so aus, entferne auch ein bisschen die Hyperkeratose, nicht zu viel, weil sie ja nachher wieder gehen muss. Und weil ich diese Patientin sehr gut kenne, mache ich hier eine Abdeckung mit einem, das ist der andere Fuß übrigens, der ist weniger, hat weniger Hyperkeratose, hat nur 2 Klavi da. Das entferne ich auch. Sie sehen da, sehen Sie sehr gute Vertiefungen. Es ist einfach eine Arbeit, die sehr viel Zeit braucht und ganz sorgfältig gemacht werden muss. Es geht ja wieder um die Verletzung. Und dann mache ich eine Abdeckung, aber nur, weil ich sie kenne. Ich würde nicht getrauen, so viel Klebstoff auf dieser Haut anzubringen. Natürlich, darunter hat es ein steriles Telfa, also ist abgedeckt. Das ist eine Diabetikerin, die ist 80 Jahre alt, sie kommt immer. Also ihr Zucker saust von oben nach unten, von unten nach oben. Sie ist nie richtig irgendwie eingestellt. Sie gehorcht nicht so gerne. Ich plage sie auch nicht mehr. Für mich ist das Wichtigste, dass ich diese Stelle zwischen den Zähnen, dass ich das unter Kontrolle halten kann. Weil das war lange Monate nur immer offen und nicht mehr zugegangen. Und jetzt ist das immer zu. Wir haben nur noch eine Orthese gemacht, Entlastungsorthese, zeige ich noch 1, 2. Und sie kommt regelmäßig und wir können es regelmäßig schneiden und es gibt keine Probleme. Da sieht man sehr gut, mit dem Skalpell wird das entfernt und hier hat es eine Stelle, die ist ein bisschen tiefer. Und das kontrolliert man dann einfach wieder. Diese Verbände mache ich mit Außenentlastungen. Ich mache nie die Verbände, die Klebstoffe nicht direkt auf die Haut. Ich habe schon scheußliche Resultate erlebt. Diabetiker 1. Sie sehen da, wir haben vorher von den Hyperkeratosen gesprochen, also natürlich Fußläsionen, die dann zu
schlechten Resultaten führen könnten. Dieser Diabetiker kommt sehr regelmäßig und er macht immer da Hyperkeratosen. Wir sehen aber den anderen Fuß, da macht er an der Kleinzehe eine Hyperkeratose. Und weil er alle 5 bis 6 Wochen da ist, schneiden wir das weg und es gibt keine Komplikationen. Dieser Fuß ist aber sehr, sehr kontrakt, also sehr atrophisch und man muss da sehr aufpassen, auch mit Schneiden. Sie sehen ihn von oben und er ist ganz steif und er kann diese Bewegung, was Thomas Böhn gesagt hat, nicht mehr machen. Also man muss aufpassen, auch wie man ihn behandelt. Von unten sieht es so aus, er hat da eine Druckstelle und da eine vom Würfelbein, das sich abgesenkt hat. Also er trägt orthopädische Schuhe und daran geht das sehr gut. Neuropathische Fuß machen auch Hyperkeratosen, muss man wegschneiden. Machen wir auch. Resultat ist dann so und natürlich zugleich immer die Beratung, was sehr, sehr wichtig ist, was er dann später machen muss. Eingewachsene Zehennägel haben wir natürlich auch. Immer sehr gefährlich, das ist einer, der bereits einen Infekt hat. Ich arbeite immer bei diabetischen Füßen immer mit den Ärzten zusammen und das ist natürlich unter Kontrolle, sie hat bereits ein Antibiotika bekommen. Diese Dame ist sehr übergewichtig, sehr alt und ich fahre nicht so rein, weil sie ist eine ganz liebe Person und sie ist eigentlich eine sehr fröhliche Person und natürlich, wir reden darüber, was sie machen sollte, was nicht, aber ich rede auch nicht zu viel von Gewichtsabnahme. Sie sollte noch etwas Gewichtsabnahme machen, aber sie ist sehr alt schon. Das macht man sauber, wichtig ist, dass es sauber ist, jetzt ist es trocken, ist aber noch alles ziemlich gerötet. Das ist, hat schon so ausgesehen, dass man es einfach sieht, also da schält sich dann auch die Haut. Aber da machen wir Nachkontrollen und nach einiger Zeit sieht dann alles wieder viel besser aus. Da gibt es einfach Nachkontrollen bei uns und wir machen das regelmäßig. Schauen das an. Solche Fersen treffen wir auch an. Ist ein übergewichtiger Diabetiker, über 150 Kilo. Sehr depressiv, sehr gefährlich, was da. Natürlich wird das abgedeckt, medikamentiert und auch kontrolliert. Es ist ein Dialysenpatient, der sich vernachlässigt und sehr depressiv ist. Das ist von der anderen Seite, wird aufgeschnitten, also natürlich entfernt mit dem Skalpell. Was für mich ein absolutes Verbot ist und was ich immer wieder anbreche, sind die Hühneraugenpflaster, die Hühneraugentinkturen. Dass es dann so aussieht, das ganze Umfeld ist dann auch betroffen, dass man das wegnimmt und dann, da ist es jetzt gut ausgegangen, aber es könnte auch anders sein, es gibt viele Infektionen durch die Hühneraugenpflaster. Jetzt komme ich noch zu der interdisziplinären, ganz wichtig interdisziplinären Arbeiten. Das ist ein Diabetiker, der unter Kontrolle ist natürlich vom Arzt. Diesen Verband konnte man nicht anders anbringen, das zeige ich wieder. Einfach wenig, ganz wenig Klebstoff auf die Haut. Da sieht es so aus, das kann ich übergehen. Und von unten sieht es halt dann so aus. Da hat es da eine Druckstelle und da und bereits eine Amputation einer Zehe. Und er hat Maßschuhe. Und er ist eigentlich in letzter Zeit sehr schulisch, habe ihn sehr gut beraten können und das hat jetzt Erfolg gegeben. Das nimmt man auch weg mit dem Skalpell und er hat eben die Maßschuhe, was wichtig ist. Dialysenpatient, auch Diabetiker, was ich da vielleicht zeigen möchte, wenn solche Nägel angetroffen werden, wir können die wirklich behandeln. Wir machen da aber nichts anderes als die Nägel. Aber einfach, dass man weiß, weil es ist ja wichtig, dass man das Bestmöglichste macht an so einem Fuß. Und wichtig natürlich noch, man sieht es da, die Nägel sind behandelt und nachher kann man beraten. Mehr können wir nicht tun. Übergewichtiger Patient bekommen wir auch vom Arzt zum Abtragen. Trägt man immer wieder ab, sehr übergewichtig.
ist immer wieder mal, sieht es wieder mal sehr viel schöner aus. Dann geht es nicht lange, kommt es wieder zurück. Wir haben sogar mit diesem Arzt telefoniert, ob er jetzt mal endlich ein Debrider machen würde, ein richtiges. Er hat das auch gemacht, aber es kommt trotzdem immer zurück. Und ich denke, es ist noch schwierig bei so einem Patienten, der halt eben sehr depressiv ist. Das ist eine Patientin, die kommt regelmäßig zu mir, alle 4 Wochen, kommt so zu mir, vom Altersheim. Der Fuß hat man verbunden, die Zehe hat man so gelassen. Ich habe es dann richtig angeschaut. Es ist hier eine Blase, die Haut geht bis da, bis zur Zirrhose. Da hat's nur, ich habe gedacht, zuerst ist es nur ein Schnitt. Habe es dann richtig angeschaut und habe es natürlich weggeschnitten. Bei so einem Fall habe ich eine Aufnahme gemacht. Ich kenne den Arzt, die Arztsekretärin. Habe ihr angerufen, was das E-Mail ist. Ich konnte über das E-Mail die Fotografie schicken. Habe dem Pflegepersonal vom Altersheim sehr nett geschrieben, ob sie so gut wären und diese Zähne jeden Tag neu verbinden würden. Und der Arzt hat mir vom iPhone aus das Angehörige geschrieben, es ist alles in Ordnung, sie soll sich nächste Woche im Spital melden. Jetzt ist das gut ausgegangen. Man hat es dann verbunden, die Dame hat gerne ihre Schuhe, nicht Maßschuhe leider. Und jetzt sieht es so aus, also jetzt im Moment sieht es noch viel besser aus, das war kurz danach. Es ist zugegangen und es ist nochmals gut gegangen, kann man sagen. Amputiert, was da wichtig ist und was wir sichern können, diese Stellen, die Hyperkeratose gut schneiden, gut entfernen. Da ebenfalls darunter schauen, was darunter hervorkommt. Das mache ich sehr gerne, aber ich muss da auch immer die Grenzen kennen, ich weiß das. Da sieht man, dass es eine rechte Vertiefung, die haben wir mit einem Schäfer gehabt. Eine Art Verband, was da gegangen ist, weil man den Patienten kennt. Das ist etwas, was ich sofort zum Arzt weiterschicke, weil ich ja nicht weiß, was das ist. Und da mache ich noch viel mit Hochsalzreinigung oder Innerlösung. Entlastungsorthesen gehören auch zu unserem Metier, also zu unserem Handwerk. Ich möchte Ihnen nur eine, zwei zeigen, was wir da machen können. Wir machen das aus Silikon, das ist eine Mischung, die kann man nach Maß anfertigen. Eine Zehe, die fehlt, die fülle ich meistens auf mit einer Entlastungsorthese. Es gibt dann weniger Druck von der anderen Zehe. Das ist eine Notfallsituation gewesen. Die Dame hat immer, diese Zehen haben überhaupt keine Funktion, die banden so herum. Und da hat man probiert, mit dieser Entlastung einfach mal notfallmäßig etwas zu machen. Diese Patienten tragen alle Maßschuhe. Schuhkontrolle, das macht die Podologin auch. Anschauen, Schuhe anschauen, beim Diabetiker sowieso. Ja. Abtasten, hineingehen, man trifft ja so viele Sachen an. Bei der Beratung möchte ich nur noch sagen, bei diesen Patienten hat man nie gewusst, was das für eine Hautveränderung ist. Das ist eine Dame, älter, 70 rum, Diabetes 2, aber unter Kontrolle mit der Ernährung. Und man hat gut beraten, denke ich mal, und jetzt sieht es so aus. Aber es hat ein Jahr gebraucht und die Patientin hat mitgemacht. Da hat man Erfolge, da hat es unter anderem noch, obwohl ich da nicht so dafür bin, Olivenöl genommen. Und ich habe gedacht, nein, das will sie nicht. Das ist mir ein Anliegen. Weniger ist mehr, nicht eine ästhetische, sondern eine funktionelle Fußbehandlung ist bei Diabetikern wichtig. Ebenfalls ein Anliegen, das haben wir ja schon alle gehört und hören jetzt noch mehr. Und wenn man so alles Wunden etc. gesehen hat, das ist ein Lieblingsbild von mir, von Venedig. Das ist eine Lieblingsstadt von mir und mein Mann ist ein Hobbymaler und er hat mir das gemacht. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.